Hallo, ihr lieben Wassermänner, herzlich willkommen zu eurer Legung, du und dein Gegenüber. Wir starten jetzt auch gleich direkt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die Legung ist ohne zeitliche Begrenzung dann für dich von Relevanz, wenn du sie findest. Und ich schaue mir hier mit dem Licht- und Schattentarot an, was die Karten zu dir und dem Menschen sagen möchten, auf den du hier schaust. Wir schauen uns die Kopfebene an, die emotionale Ebene, womit du rechnen darfst, was das Tarot dir rät. Und wir schauen uns hier heute auch an, was das Universum, was die höhere Macht zu eurer Verbindung zu sagen hat. Für private Kartenlegung klicke auf die Infobox unterhalb des Videos. Dort steht alles, was du wissen musst. Und vergesst nicht, mein Video zu liken, zu kommentieren, zu teilen, meinen Kanal zu abonnieren. So funktioniert YouTube. Ihr helft mir damit sehr. Und wir starten auch schon. Bitte das Universum und das Tarot um klare Botschaften für meine Wassermänner und deren Gegenüber. Deine Kopfebene, lieber Wassermann, die Kopfebene deines Menschen, emotionale Ebene. Was raten dir die Karten? Was darfst du erwarten? Und was sagt das Universum zu eurer Verbindung? Lasst uns schauen, ich bin gespannt. Okay. Mein lieber Wassermann, ich nehme dich in einer recht bedrückten Stimmung wahr. Ein wenig traurig vielleicht, mit Blick auf die Vergangenheit. Möglicherweise vermisst du hier auch jemanden. Du vermisst entweder einen Menschen. Du vermisst vielleicht aber auch die Zeit mit diesem Menschen, falls dieser Mensch an deiner Seite ist. Also du blickst sehr wehmütig auf eine Situation, ein Gefühl oder einen Menschen zurück, was der Vergangenheit angehört. Und machst dir hier Gedanken, wie es ja einfach weitergehen soll in der Zukunft. Vielleicht wartest du auch gerade auf eine Chance, auf einen Neubeginn, auf die Chance, etwas zu ergreifen. Und ich nehme hier wahr, dass du ja, du wünschst dir hier einfach eine stabile Situation. Du wünschst dir zu diesem Menschen Partnerschaft, eine feste Beziehung, vielleicht eine gemeinsame Wohnung, gemeinsame Kinder, falls das Thema ist. Ja, so ein ganz normales Familienleben. Dein Mensch? Okay. Entweder hat hier eine Trennung stattgefunden oder dieser Mensch macht sich Gedanken über eine Trennung. Vielleicht liegt eure Verbindung auch ein Stück weit schon in der Vergangenheit. Bedeutet, ihr seid aktuell kein Paar mehr. Ihr seid hier getrennte Wege gegangen. Du vermisst diese Zeit und wartest hier eigentlich mehr oder weniger auf deine Chance. Die Verbindung aufblühen zu lassen, Kontakt zu diesem Menschen wiederherzustellen. Die andere Möglichkeit hier ist, dass du diesen Menschen verlassen hast, weil einfach irgendetwas nicht mehr stimmig war. Vielleicht hattest du die Vorstellung von Familie, von Haus, Hund, Kind,
von Tiefe, von Verbindlichkeit, von diesem Familienleben halt einfach. Und irgendetwas hat dich gestört. Irgendetwas hat nicht funktioniert. Was für dich einfach nicht mit dieser Familiensituation kompatibel war, sag ich mal. Und du blickst jetzt vielleicht auf schönere Zeiten zurück und machst dir Sorgen um die Zukunft, entweder mit diesem Menschen oder für dich alleine, wo es für dich hingehen soll. Dieser Mensch macht sich Gedanken über die Trennung, macht sich aber auch oder über das Ende, über diesen Cut, macht sich hier aber auch Gedanken darüber, mit dir zu kommunizieren, dir eine Nachricht zu schreiben, Kontakt zu dir aufzunehmen. Ja, und er macht sich hier einfach auch Gedanken, Dinge zu verändern. Tod und Wiedergeburt ist diese schöne Karte. Ich beende etwas Altes, um etwas Neues entstehen zu lassen. Möglicherweise kommt mir gerade von oben ganz stark rein, ist dieser Mensch auch in einer anderen Verbindung, ist anderweitig verpartnert. Und er müsste diese Verbindung beenden, um mit dir diesen Weg gehen zu können. Auch dies ist hier möglich. Wir schauen uns mal weiter die emotionale Ebene an. Ja, du bist verliebt, du wünschst dir Kommunikation, du wünschst dir Klarheit, du wünschst dir Gespräche, du bist bereit, auch viel zu geben, viel zu investieren. Aber es muss eine Entscheidung her. Vielleicht liege ich ja gar nicht so verkehrt mit dieser Deutungsvariante, wie sie mir hier oben erst ganz zum Schluss reingekommen ist. Manchmal braucht man einfach mehrere Karten, dass hier einfach eine Transformation, eine Entwicklung geschehen muss. Vielleicht hat dieser Mensch, diese Familie ja auch mit jemandem ganz anderen. Die Situation wird hier bei jedem von euch unterschiedlich sein, von dem, der hier in Resonanz geht. Aber ich nehme hier wahr, dass du liebst, kommunizieren möchtest, du wünschst dir aber auch Klarheit und du wünschst dir eine Entscheidung. Auf der Herzebene deines Gegenübers nehme ich Leidenschaft wahr, sexuelles Interesse nehme ich wahr. Ich nehme hier aber auch sehr deutlich wahr, dass dieser Mensch vielleicht sein Herz ein Stück weit verschlossen hat, sich von dir zurückgezogen hat. Also die Möglichkeit, dass hier gerade Funkstille herrscht, die ist relativ groß. Ja, man hat hier so ein bisschen, dieser Mann oder dieser Mensch ist sehr im Kopf, sehr rational, sehr durchdacht. Strategisch, das ist kein Mensch, der spontan irgendeine Impulshandlung, irgendeine Herzensentscheidung trifft. Hier ist alles geplant. Ich nehme hier, wie gesagt, große sexuelle Leidenschaft wahr, eine große Anziehungskraft. Aber alles das, was mit Gefühlen oder Emotionen zu tun hat, da habe ich hier so ein bisschen das Gefühl, das wird entweder vom Kopf her von vornherein gedeckelt, also dass diese Gefühle gar nicht richtig zugelassen werden. Oder aber man sperrt hier wirklich vom Herzen her so eine Mauer, man zieht so eine Mauer hoch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, hier läuft jemand so ein Stück weit vor sich und vor seinen Emotionen davon. Wenn ich das Tarot hier frage, was du tun darfst, nehme ich, ist hier die Sonne, natürlich die Sonne, eine total schöne, positive Karte. Strahle, sei glücklich, lauf durchs Leben, genieße es, sorge gut für dich. Die Sonne ist auch eine Karte des Egoismus, wo ich gerade sagte, sorge gut für dich. Und entledige dich allem, was dir nicht gut tut. Werde dir klar darüber, was du brauchst und was du nicht brauchst, was du duldest, was du nicht duldest, was du entscheidest, was du nicht entscheidest.
Dein Gegenüber wünscht sich schon Bewegung. Und ich glaube, hier wird jemandem klar oder sehr deutlich vor Augen gehalten, dass es das nur gibt, wenn man sich hier aus gewissen Abhängigkeiten und aus gewissen Mustern löst. Hier fehlt so ein Stück weit noch die Erkenntnis, momentan vielleicht, aber hier, ich habe ja gerade gesagt, oben mit Tod und Transformation werden Dinge abgeschlossen, neu begonnen, man überdenkt vieles, man transformiert vieles und diese Erkenntnis wird kommen. Die Karten zeigen das hier an, zumindest die Erkenntnis darüber, dass aus der Situation, in der man sich jetzt befindet, möglicherweise nichts entstehen kann, weil man einfach noch zu eingespannt ist, entweder im Außen, vielleicht auch im Inneren, mental, Verpflichtungen hat, die erst geregelt werden müssen. Ich nehme hier nicht unbedingt naja, ich nehme hier erstmal keine Aktivität großartig in deine Richtung wahr. Man hält aber an der Verbindung und an dem Interesse, welches man an dir hat, daran hält man feste. Du bist für diesen Menschen, für diesen Mann, eine tolle, begehrenswerte Frau, die man gerne haben möchte. Es funktioniert gerade alles irgendwie im Außen nicht, aber nichtsdestotrotz möchte man diese Verbindung. So habe ich hier das Gefühl, auch gar nicht loslassen. Mehr sagen die Karten uns hier nicht. Was sagt denn das Universum zu euch? Okay, ihr sollt eine Pause machen, jeder für sich, sich zurückziehen, bis hier eine Entscheidung getroffen worden ist. Wird diese Entscheidung denn getroffen oder wie sieht sie aus? Okay. Um diese Entscheidung zu treffen, darf hier jeder auf seine Intuition hören, auf Lebenserfahrungen hören, auf vielleicht Eingebungen hören, die von außen kommen, auf die innere Stimme hören. Das ist hier ganz wichtig. Aber ich glaube, hier ist erstmal jeder für sich gefragt in dieser Verbindung, um für Klarheit zu sorgen, in sich und im Außen, um Entscheidungen zu treffen. Hier liegen sehr viele Zweierkarten auf dem Tisch. Und ja, um dann gesund und richtig starten zu können. Ihr Lieben, das war eure Du und dein Gegenüberlegung. Ich hoffe, der ein oder andere hat sich hier wiederfinden können. Und vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für euer Like, für eure Zeit, für euer Vertrauen. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin.